Hallo, ich habe gerade eben die Glossybox abgeholt und das ist die Glossybox für den Monat April. Wir haben ja jetzt schon Mai und der einfache Grund, dass es jetzt eben eine Woche oder zwei Wochen später kam, ist, dass anscheinend da ein sechstes Extra-Produkt drin sein soll und auf das musste eben gewartet werden oder so und ja, deswegen kam die eben ein bisschen später. So, die Aprilbox, die ist für neue Kunden, kostet die bereits 15 Euro, für Bestandskunden hat die noch 10 Euro gekostet. Also für unsere Bestandskunden wird es dann ab nächsten Monat, also jetzt die Maibox, die wird dann auch 5 Euro teurer werden. So, dann mache ich die jetzt mal auf. So, also hier wie immer. So, dann machen wir das mal auf. Und ja, da fällt mir gleich als erstes in die Hand ein Parfüm von Thomas Sabo. Ja, da kosten 50 Milliliter normalerweise 50 Euro und das ist eben so die übliche Probe, die man eben auch in Douglas bekommt. Das ist immer so ein bisschen so ein Problem, weil das eben, ja, das bekommt man halt überall als Gratisprobe, so ein Parfüm. Aber ja, mein Gott, jetzt habe ich die eben auch und ich mache die mal hin. Ja, riecht nicht schlecht. Ich hatte schon auf der Facebook-Seite gelesen, dass da ein paar fanden, dass es nach Oma oder so riecht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Also, keine Ahnung. Ja, das ist das erste Produkt. Als zweites habe ich hier Free Shape Quick Blow Dry. Das sieht irgendwie interessant aus. Ja, und zwar soll das so ein Spray sein, das die Haare um 50% schneller trocknen soll beim Föhnen. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil ich halt lange Haare habe und das dauert immer ewig. Und gleichzeitig glättet es die Haaroberfläche und schützt vor der Föhnhitze. Aha. So, was haben wir da? Also, das hier ist jetzt, da sind jetzt 30 Milliliter drin. Ja, ihr seht, das ist hier so ein Zwei-Phasen-Teil. Und das finde ich eigentlich, ja, ganz interessant für mich. Das gefällt mir eigentlich ganz gut so vom ersten Eindruck her. Mal gucken, ob das auch was bringt. Dann haben wir hier von Coslin einen Eyeliner. Aha. Einen Eyeliner in der Farbe. Steht es hier irgendwo? Es steht nur die Nummer 29. Ja, das ist, glaube ich, so ein... Also auf der Hand sieht es grau aus, aber es schimmert so ein bisschen lila, wenn ich mich nicht täusche. Und auf der Packung ist auch so ein bisschen so dunkellila drauf. Das hier ist auch das Originalprodukt. Finde ich ganz interessant. Ich mag ja dekorative Kosmetik immer. Ja, weiter geht's mit einem, das sieht aus wie so ein Pigment. Das ist ein von BMW Beauty, ein Mineral Blush in der Farbe Velvet Dawn. Ja, da ist 1 Gramm drin. Ja, da hatte ich auch auf Facebook gelesen, dass sich viele über die Verpackung aufgeregt haben, aber es ist halt eben ja so ein Bröbchen, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm wie manche. Ja, und es ist eben auch bis an den Rand gefüllt und ich habe schon gehört, dass es nicht so gut pigmentiert sein soll, was ich eben auch sehr gut finde, weil ich komme mit so mega pigmentierten Blushes einfach nicht klar, weil das einfach für mich, also an mir so unnatürlich aussieht, deswegen mag ich auch die von Alverde so gern. Es fühlt sich irgendwie lustig an. Ja, und das wäre auch meine Farbe. Mal gucken, wie sich das wirklich so mit dem Auftrag verhält. Also auf der Hand sehe ich, ja, es ist schon ziemlich schier, aber ja, mal gucken. Was haben wir hier noch? Von Dr. Scheller. Ein Sanddorn-Pflegebalsam. Schützt sofort trockene und rissige Hände. Ist das eine Handcreme, oder? Ja, so ein Handbalsam. Ja gut, ich hatte jetzt in den letzten paar Glossyboxen eigentlich immer eine Handcreme drin. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gebraucht, weil ich halt... Ja, so langsam brauche ich keine Handcreme mehr, aber... Mal gucken, wie das riecht. Ich rieche irgendwie gar nichts. Mal ein bisschen mehr drauf. Ja, irgendwie... Riecht man da gar nicht so viel, aber das ist... Ja doch, jetzt kommt, wenn man es so ein bisschen verteilt... Den Geruch mag ich. Und wie viel Milliliter sind hier drin? Da sind 15 Milliliter drin. So, das waren jetzt die ersten 5 Produkte. Und ja, jetzt kommt ein Produkt, bei dem ich die Vermutung habe, dass es das
dieses sechste Special-Produkt ist. Weil, also, da, die hatten ja eine E-Mail geschrieben und das war halt so hoch angekündigt, dass es halt aus England kommt. Und ja, da steht Ila Masca. Und es ist, soweit ich weiß, auch aus England. Und wir haben hier eben auch das Originalprodukt. Ja, da hatten, also ich empfehle in Bezug auf die Glossybox übrigens immer deren Facebook-Seite, weil da geht es immer mega dreckig ab. Also da wird gemeckert und sich beschwert ohne Ende. Und da hatte ich eben auch schon gelesen, dass manche halt so einen schwarzen Lipgloss hatten. Oh nein, der ist ja nicht mal schwarz, der ist durchsichtig. Wobei es mir jetzt auch nichts ausgemacht hätte, wenn der schwarz gewesen wäre, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt ein komplett durchsichtiger, da ist nichts weiter drin. Das ist die Farbe Repulse oder, ja, Repulse. Und das, ja, so durchsichtige Lipglosse können ja nicht schaden. Jetzt habe ich halt schon ein bisschen was drauf auf meinen Lippen. Ja, also, damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, ich kann das Gemecker diesen Monat auch gar nicht so sehr nachvollziehen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht hatten viele Pech. Viele haben sich halt aufgeregt bei dem Parfüm. Ja, mein Gott, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so eng. Ja, das war meine Glossybox für den Monat April, obwohl wir ja schon Mai haben. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich kann mit allen Produkten was anfangen, besonders mit dem hier. Das werde ich ausprobieren. Das gefällt mir sehr gut. Und ja, das war mein Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!